Hier seht ihr das Tuch, um das es in diesem Video geht. So sieht es fertig gestrickt aus. Und das Tuch hat eine Gesamtlänge, also an der Halskante, von ca. 1,80 m und eine Tiefe von nur 55 cm. Also es ist nicht ganz so tief und das finde ich eigentlich auch gut so. Also wie du siehst, hier kommt das Muster recht schön zur Geltung und ich habe am Schluss das Tuch noch einmal umhäkelt, aber eben nur, also nicht hier an der Halskante, da habe ich nicht gehäkelt. Ich habe von einer Spitze angefangen. Kleinen Moment, ich muss das mal eben hinlegen. Ich habe hier an einer Spitze angefangen und habe hier nur eine feste Masche. Nein, gar nicht wahr. Eine Kettmasche und ein halbes Stäbchen im Wechsel. Und dann sieht das so aus. Die Rückseite ist recht unspektakulär. Du hast hier halt immer so verschiedene Farben und richtige Tupfer im Garn. Das gefällt mir sehr gut und es ist ein sehr lebendiges Garn, finde ich, weil du hast hier wirklich so Nopsis drin hin und wieder und dann wird das Gestrick hier an einigen Stellen, so wie da, wird das dann mal richtig dick und dann wieder dünner. Also das ist schon ein sehr schönes Garn und es hat auch Spaß gemacht, damit zu stricken. So, und hier siehst du die umhäkelte Kante, das musst du aber nicht machen. Das ist Geschmackssache. So, und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's mit einem neuen Tuch, mit einer Anleitung für ein neues Tuch. Und das stricken wir mit diesem riesen Knäuel Norogarn. Ich habe schon einmal ein Norogarn verstrickt. Das ist jetzt hier etwas anders und ich bin schon ganz gespannt, wie sich das verstricken lässt. Du bekommst dieses tolle Garn natürlich bei Mirjam in ihrem Etsy-Shop. Der nennt sich Wolleprofi und ganz, 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 ganz viele Garne. Und hier oben kannst du filtern. Und wir gucken nach Noro. Noro-Garne sind 5 Stück gerade da. Und letztes Mal haben wir mit Noro Ito das Tuch Sumeru gestrickt. Das war ganz toll zu verarbeiten. Und dieses Mal haben wir Noro Kakigori. Das ist ein 200 Gramm Knäuel. So sieht er aus. Und du kriegst auch diesen in vielen, vielen Farben. Das sind so gesprenkelte andere Farben mit drin. Das ist ganz toll. Du kannst ja auch hier mal durchlesen, so ein bisschen was zum Garn. Auf jeden Fall ist das ein 605 Meter Knäuel aus Baumwolle, Seide, Viskose und Polyamid. Und hier, geh mal auf, so, hier steht das nochmal. Also Hauptfaser ist dann Baumwolle und die sekundäre ist Seide. Und hier ist die genaue Zusammensetzung nochmal, also 50 Baumwolle, 30 Seide, 10 Viskose, 10 Polyamid. 200 Gramm, wie gesagt, Nadelstärke 3,5 bis 4 wird empfohlen. Ich nehme eine Rundstricknadel mit Stärke 4 und naja, steht noch so ein bisschen, wie viel man für einen Schal verbraucht. Handwäsche mit Wollwaschmittel ist immer am besten bei sowas. Und dann noch so ein paar Informationen zum Garn, was ich immer sehr schön finde. So, und hier haben wir also das Knäuel. Und du siehst, es kommt auch schon so schön verpackt an. Und es ist wirklich ein sehr großes Knäuel und du siehst hier die tollen Farben.
Also, ich habe, kleinen Moment, die Farbe 2, Nummer 2. So sieht es aus. Das ist nochmal hier so ein bisschen die Info. Und hier drin kannst du auch nochmal ein bisschen was lesen. Aber wir machen uns ans Tuch. Ich nehme also meine Rundstricknadel und das Garn und wir schlagen 3 Maschen an. Es fühlt sich schön weich an. Du siehst hier im Garn selbst die verschiedenen Farben drin. Man sieht auch, dass es Baumwolle ist. Und dann hast du hier so die verschiedenen Fasern von den anderen Farben mit drin. Die Farbe kannst du ja aussuchen. Und dann geht's los. Also 3 Maschen, dafür braucht man ja nicht so viel Faden. Jetzt habe ich hier nur so einen kurzen Faden hängen und meinen Arbeitsfaden hier. So. Und die erste Reihe, die stricken wir rechts und die letzte Masche wird verdoppelt. Also auch die erste Masche rechts, die zweite Masche rechts und die letzte verdoppeln. Das mache ich jetzt nur einmal so, wie ich es zeige. Nachher verdoppel ich anders. Also einmal abstricken, die Masche bleibt noch auf der linken Nadel und dann gehe ich nochmal von vorne in die Masche rein und stricke sie noch einmal ab. Das aber nur dieses eine Mal. Jetzt haben wir 4 Maschen. So, und dann drehst du die Arbeit. Und jetzt wird alles rechts gestrickt. Auch die erste und die letzte, alles rechts. 1, 2, 3, 4. So. Die beiden Sachen, also auch mit dem Verdoppeln hinten, das ist so dieser erste kleine Abschnitt, das machst du jetzt 3-mal, also insgesamt 3-mal, bis du 7 Maschen hast. Das machen wir jetzt eben zusammen. Also nur für diesen ersten kleinen Abschnitt verdoppeln wir die letzte Masche so, wie ich es jetzt zeige. Also wieder rechts und alles einfach rechts bis zur letzten Masche und die wird wieder verdoppelt. Einmal stricken und einmal von vorne rein und die Masche verdoppeln. Und dann drehst du die Arbeit. Und alle Maschen rechts zurück. So, und jetzt haben wir 5 Maschen. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Alle Maschen rechts bis zur letzten. Und die letzte einmal rechts stricken und von vorne noch einmal abstricken. Und jetzt haben wir 7 Maschen, stricken aber noch einmal zurück. Das ist ja hier die Rückreihe. Alles rechts. So, und jetzt geht ein anderer Abschnitt los. Das ist ja hier die Vorderseite. Jetzt wird wieder alles rechts gestrickt bis zur letzten Masche. Und dann nehmen wir wieder eine Masche auf, aber das etwas anders. Also die erste immer rechts und alles weitere auch rechts. Bis zur letzten Masche. Und
Und hier wollen wir jetzt aus dem Querfaden eine Masche aufnehmen. Da gehst du mit der linken Nadel hier unter den Querfaden, packst ihn dir so auf die Nadel, dass das gut passt, und dann strickst du den ab, so da hast du eine Masche zugenommen. Und die letzte Masche dann auch rechts. Und auf der Rückreihe, ach so, du könntest, wenn du möchtest, dir hier auf diese Seite einen Markierer reinhängen, damit du immer weißt, dass auf dieser Seite zugenommen wird, obwohl das nachher sehr offensichtlich ist, weil hier ja die Schräge kommt. Aber vielleicht zur Sicherheit. So, und jetzt drehst du das und die erste Masche wird auch wieder rechts gestrickt, aber alle anderen links, also alle Maschen links, nur die letzte dann wieder rechts. So, die erste, die letzte wieder rechts und dann drehst du die Arbeit wieder und das gleiche nochmal. Das machen wir jetzt viermal, bis du insgesamt 12 Maschen auf der Nadel hast. Also Hinreihe, alles rechts bis zur letzten Masche. Und vor der letzten Masche holst du dir hier wieder diesen Querfaden hoch, packst ihn dir so auf die Nadel, dass man ihn gut abstricken kann. So. Und die letzte strickst du rechts. Und die Rückreihe, da strickst du die erste wieder rechts, alle anderen links. Und die letzte dann wieder rechts. Also es kommen hier immer wieder so dickere Stellen im Garn. Das finde ich ganz schön. Das gibt natürlich schöne Strukturen nachher im Tuch. So, und das Ganze jetzt noch einmal. Jetzt sind wir ja wieder in einer Hinreihe. Also die erste rechts und alle anderen auch rechts bis zur letzten Masche. Und vor der letzten Masche nehmen wir wieder aus dem Querfaden eine zu, also wir nehmen uns einfach hier den Querfaden hoch und packen ihn uns richtig rum auf die Nadel und stricken das ab und die letzte auch rechts. Und die Arbeit wird gedreht, wir sind auf einer Rückreihe, dennoch die erste rechts und alle weiteren links. 3, 4, 5. 6, 7, 8, die letzte rechts, 9. Und das machst du jetzt erstmal so lange weiter, bis du 12 Maschen auf der Nadel hast. Also Hinreihe, alles rechts, bis zur letzten Masche. Vor der letzten Masche machst du eine Zunahme, indem du die aus dem Querfaden einfach eine Masche rausziehst und dann drehst du die Arbeit, die erste Masche wieder rechts, alle weiteren dann aber links und die letzte Masche wieder rechts. Wir nehmen also alle zwei Reihen. In jeder zweiten Reihe, also in jeder Hinreihe wird eine Masche zugenommen und das machst du erstmal, bis du 12 Maschen auf der Nadel hast. So sieht das aus bisher. Ich habe jetzt 12 Maschen auf der Nadel und ich finde, das ist ein wirklich schönes Maschenbild. Also tolles Garn, fasst sich schön an und es hat eine schöne Struktur und es wirkt jetzt schon sehr schön lebendig. Und der Knötchenrand, der ja durch die rechten Maschen halt entsteht,
passt jetzt hier ganz hervorragend zu. So, jetzt kommen wieder zwei Reihen, die du dann auch wiederholst. Die sind jetzt wieder ein wenig anders. Du strickst die erste wieder rechts. Und jetzt 8 Maschen links und 2 Maschen rechts, so lange, bis du nur noch eine Masche auf der linken Nadel hast. Also 8 links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das können wir jetzt nur einmal wiederholen, weil wir noch nicht so viele Maschen auf der Nadel haben. Nach den 8 links kommen 2 rechts. Und vor der letzten Masche wird wieder eine Masche aus dem Querfaden zugenommen. So, und die letzte dann rechts. Und dann drehst du die Arbeit. Und die Rückreihen, da werden alle Maschen links gestrickt, bis auf die erste und die letzte. Die werden rechts gestrickt. Also erste rechts, alle anderen links. Das ist einfach zu merken. So, und die letzte auch rechts. Und dann drehst du die Arbeit wieder. Und wir machen das gleiche wieder. Das wird 4-mal wiederholt insgesamt, bis du 17 Maschen auf der Nadel hast. Also einmal haben wir das jetzt gemacht, jetzt noch 3-mal. Die erste rechts, dann 8 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 und 8. Nach den 8 Maschen links, 2 rechts. Und jetzt würden wieder 8 links kommen. So viel haben wir noch nicht, aber eine können wir schon links stricken. So, und vor der letzten, da nehmen wir wieder eine Masche uns aus dem Querfaden zu. Und die letzte rechts. Und die Arbeit drehen, erste und letzte Masche rechts, alles dazwischen links. Und nochmal die Arbeit wieder drehen. Die erste rechts, jetzt 8 links und 2 rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 Maschen rechts und jetzt würden wieder 8 Maschen links kommen. Haben wir immer noch nicht so viel, aber 2 können wir stricken, also 2 links und vor der letzten Masche wieder eine Masche aus dem Querfaden zunehmen, die letzte rechts. Die Arbeit drehen, erste und letzte Masche rechts, alles dazwischen links. So, und nochmal, ich habe erst 15 Maschen auf der Nadel, also die Hinreihe, die erste rechts und dann 8 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 Maschen rechts. Jetzt kommen wieder 8 Maschen links. Wir können nur 3 erstmal davon stricken. 1, 2, 3 und vor der letzten Masche ein
eine Masche aus dem Querfaden aufnehmen und die letzte rechts. Arbeit drehen. Erste Masche rechts, letzte Masche rechts und alles dazwischen links. Also einmal muss ich noch. Hier sehe ich gerade, kommt ein Knoten. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Da wurde schon das erste Mal das Garn geknotet. Und wenn ich dran ziehe, dann geht es auseinander. Das ist blöd. Das werde ich neu ansetzen. Das stört mich. Das mag ich nicht und einen Knoten möchte ich auch nicht in der Arbeit. Der Faden ist jetzt hier nicht ganz so lang. Ich nehme gleich und setze neu an. Dann habe ich hier keinen Knoten in der Arbeit. Also wir wollen hier 1, 2, 3, 4, 5 Rippen sehen. Das heißt, ich mache das jetzt nochmal. Nun weiß ich gar nicht, ob das 4 oder 5 Mal dann die Wiederholung war. Auf jeden Fall so, dass du auf der Vorderseite nachher hier 5 Rippen siehst. 5 von diesen linken und rechten Rippen. So, also Hinreihe wieder. Erste rechts. So, und dann 8 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, dann 2 Maschen rechts und dann wieder 8 links. Wir stricken so weit, wie wir kommen. 1, 2, 3, 4 links und vor der letzten Masche holen wir uns den Querfaden und stricken da einfach eine Masche raus und die letzte auch rechts. So, Arbeit drehen, erste und letzte rechts, alles dazwischen links. So sieht das jetzt aus. Und jetzt wird eigentlich nur immer alles wiederholt, bis du entweder die Hälfte deines Garns noch übrig hast, weil dann geht es nochmal ans Abnehmen, oder du strickst, bis du so 107 Maschen auf der Nadel hast, so dass du einmal hier mit dieser Reihe geendet hast. Aber wir stricken jetzt noch einmal das, was du jetzt wiederholst. Schreib dir das am besten mit, denn das machst du so lange, bis dein Tuch eine gewisse Größe hat. Also, jetzt werden erst einmal alle Maschen rechts gestrickt. Bis zur letzten Masche, also das ist jetzt der ganz einfache Part, alle Maschen rechts und vor der letzten Masche nimmst du wieder eine zu. Das machst du ja in jeder Hinreihe. Also diese Reihe einfach nur rechts mit einer Zunahme. Die kommt hier. Und die letzte Masche rechts und dann drehst du die Arbeit und da werden die Maschen einfach nur links gestrickt, bis natürlich auf die erste und die letzte, die bleiben immer rechts. Erst rechts, alles weitere links. Und das ist alles, was du dir merken musst für diesen Block. Das Tuch wird ja jetzt nur immer in zwei Blöcken sozusagen gestrickt, die sich immer wiederholen. Und der erste ist ja ganz einfach. Hinreihe rechts mit einer Zunahme am Ende und die Rückreihe alle Maschen links bis auf die Randmaschen. So, das war jetzt einmal hin und halt, jetzt habe ich es fast verkehrt gemacht. Das war einmal hin und zurück. Und jetzt machen wir das nochmal. Du siehst, man sieht hier zwei rechte Maschen, also zwei Reihen. Und du machst jetzt, das wiederholst du jetzt so oft, bis du entweder 8 oder 10 von diesen Maschen siehst. Das ist Geschmackssache. Also
Ich werde jetzt das gleiche nochmal wiederholen. Also Hinreihe rechts alles mit einer Zunahme hier am Ende. Rückreihe alle Maschen links bis auf die Randmaschen. Und ich sag dir dann, wie viele Reihen das waren. Aber ich denke, ich mache das jetzt wirklich noch so viermal und dann zählen wir das mal zusammen. So, ich werde das bei den 8 belassen. Ich habe jetzt also 8-mal hin und her gestrickt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den Abstand lasse ich. Du kannst auch noch einmal hin und her stricken und dann 10 Reihen dazwischen haben. Das ist komplett dir überlassen. Da gibt es überhaupt keine Regeln. Und ich stricke jetzt mit diesem Part weiter, so dass sich das dann immer abwechselt. So, das war ja jetzt der Block nur mit rechts und links. Und jetzt kommt wieder der Block aus den 2 Reihen mit den linken Maschen. Das heißt, die erste Reihe davon wird wie folgt gestrickt. Also die erste wieder rechts und dann kommen ja die 8 Maschen links und 2 Maschen rechts im Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und dann 2 Maschen rechts und jetzt wieder 8 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 2 Maschen rechts haben wir jetzt nicht. Also die letzte muss ja, da kommt ja noch eine Zunahme. Also stricken wir nur eine rechts und machen jetzt wieder unsere Zunahme, die wir immer machen in der Hinreihe und dann die letzte rechts und dann drehst du die Arbeit und die Rückreihe alle Maschen links bis auf die erste und die letzte. Also es ist wirklich ganz einfach, nur diese 2 Blöcke musst du dir merken. Ich stricke mal eben alles links zurück. Und das wiederhole ich dann jetzt. Du siehst, es ist eine so eine Rippe hier entstanden. Ich wiederhole jetzt gerade, was ich gerade gestrickt habe, bis ich hier auch 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Rippen in der Höhe habe. Und hier in der Länge, da kommen ja dann immer mehr Maschen zu. Du machst also immer 8 links und 2 rechts im Wechsel, so wie du hier hinten gut hinkommst. Und danach kommt wieder der Block, nur mit den rechten Maschen in der Hinreihe und den linken in der Rückreihe. Vergiss nie, dir am Ende des Tuches, also in der Hinreihe, immer eine Masche zuzunehmen. Du kannst ein asymmetrisches Tuch stricken, das heißt, du strickst immer deine Zunahmen weiter und machst keine Abnahmen. Dann strickst du einfach Open End, so weit wie du Wolle hast oder wie groß du das Tuch haben möchtest. Möchtest du ein symmetrisches Tuch haben, dann bleib dran, denn wenn ich nachher mit den Abnahmen loslege, zeige ich dir das und dann kriegt das Tuch 2 gleiche Seiten. So, also diese 2 Blöcke immer im Wechsel. So sieht das bisher aus. Es passt gar nicht alles aufs Bild, aber das ist auch nicht schlimm. So, ich höre jetzt auf mit den Zunahmen und beginne mit den Abnahmen. Ich habe mein Knäuel abgewogen. Das hier sind jetzt noch gute 100 Gramm. Also habe ich ungefähr die Hälfte des Tuchs erreicht. Nicht ungefähr, ich habe die Hälfte des Tuchs erreicht, denn ich möchte ja noch fertig werden und mit diesen guten 100 Gramm werde ich auch fertig. Auf der Nadel habe ich jetzt 116 Maschen.
Du kannst jetzt, wie gesagt, einfach in dem Prinzip weiter stricken. Dann wird es ein asymmetrisches Tuch, also es wird immer breiter. Oder du machst jetzt eine Abnahme am Ende des Tuchs, da wo du zugenommen hast. Da werden wir jetzt jede zweite Reihe abnehmen, so dass sich das Tuch dann wieder verschmälert und wir nachher abketten können. Ich bin jetzt in dem Block, wo rechte Maschen auf der Hinreihe nur kommen. Das heißt, ich fange jetzt einfach ganz normal wieder an und mache nur rechte Maschen, bis ich am Ende der Reihe bin. Also wenn ich noch 3 Maschen auf der linken Nadel habe, dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt noch 3 Maschen auf der linken Nadel und jetzt stricken wir einfach nur 2 Maschen rechts zusammen. Einfach die 2 Maschen zusammenstricken, so ist eine Abnahme entstanden. Und die letzte Randmasche rechts. Also eine Abnahme wurde gemacht und jetzt strickst du ganz normal weiter, wie du das kennst. Ich stricke jetzt alles wieder links zurück, nur die erste und die letzte rechts. Und das war es im Prinzip auch schon. Du strickst also in jeder Hinreihe machst du am Ende der Hinreihe eine Abnahme. Du strickst immer, bis nur noch 3 Maschen auf der linken Nadel sind. Und dann wie gewohnt weiter. Und dann achtest du halt immer darauf, dass du im richtigen Abschnitt bist, in deinem richtigen Block. Also ich hatte ja jetzt hier die linken Maschen. Da habe ich ja immer 1, 2, 3, 4, 5 Rippen und dann habe ich gewechselt auf den Abschnitt mit nur rechten Maschen hin. Und da sagte ich ja schon, das kannst du ja selbst individualisieren, ob du nun 4 Rippen machst oder 6, das ist egal. Und mein Abschnitt mit den rechten Maschen, also wo ich auch auf der Hinreihe rechts stricke, das sind 8 Reihen. Da kannst du auch 10 machen oder 6, wie es dir gefällt. Wichtig ist beim Abnehmen jetzt eben nur, dass du am Ende jeder Hinreihe 2 Maschen zusammenstrickst und dann noch die Randmasche strickst. Und das machst du so lange, bis du nachher nur noch 3 Maschen auf der Nadel hast und die kettest du dann ganz normal ab. Und dann kannst du, wenn du magst, das Tuch noch spannen, also baden und spannen. Das werde ich auf jeden Fall noch machen, weil sich das dann einfach schöner trägt. Und ich mag das Maschenbild dann lieber und es fühlt sich auch noch einmal weicher an. Und alles Weitere hast du ja am Anfang des Videos gesehen, wie groß das Ganze ist und Tragebilder werde ich dann auch noch einfügen. Und dann hoffe ich ganz einfach, dass du mit diesem schönen Tuch Spaß hast und dir die Wolle genauso gut gefällt wie mir, denn sie ist wirklich wunderschön. Auch die Farbe ist total schön, kommt leider nicht ganz so toll rüber auf der Kamera. Die sind echt viel schöner. So, dann bis zum nächsten Mal. Winke, winke.